Hallöchen zunächst den Mod vorstellen. Heute haben wir hier die Lorne Hills in der Version 1.0. Der Mod, bzw. die Map, die hat eine Größe von 196 Megabyte. Ist noch ausbaufähig. Ja, ist schon mal ein Anfang von der leeren Karte, da könnt ihr euch dann drauf austoben. Wir haben hier unten ein Bauernhaus. Wir haben hier, steht der David, übrigens hier steht dann noch der Ben rum. Hier haben wir den Noah rumstehen und die Sägmühle ist hier auch noch verbaut. Hier drüben, das ist das Hofgelände, da stehen dann die Gerätschaften, die man zum Start hier dabei hat. Man hat ja noch eine Hoftankstelle, ein Silo, dieses 19er Feld. Das könnt ihr dann alles komplett auf einmal kaufen hier, die ganze Fläche, ne? Also von dem her doch eine feine Sache, genauso wie ihr die anderen Flächen hier auch gegebenenfalls kaufen könnt. Hups, jetzt bin ich in den Wald gehüpft. Ja, also ihr könnt hier ganze Flächen dann praktisch kaufen. Auch Waldflächen könnt ihr dann auch Holz machen. Hier sind noch andere Flächen. Hier oben haben wir noch Zementwerk, daneben ist so ein Steinbruch. Hier oben haben wir den Fahrzeughändler. Dann haben wir noch die Tankstelle und die Elektroladestation. Und da oben haben wir die Katie. Und hier haben wir noch den Bauernmarkt inklusive der Fahrzeughändler dahinter. Hier steht noch die Molkerei. Das ist alles bloß in der, ja, steht eigentlich nur das, die Maschine praktisch mitten in der Pampa sozusagen. Aber ein Weg geht, zumindest scheinbar geht ein Weg auch hin. So, ich habe es jetzt hier. Zumindest so vom ersten sehr nicht so richtiger Fehler. Also ich sehe eigentlich momentan gar keinen. Es kann durchaus sein, dass die Map sogar dann wirklich Stand jetzt fehlerfrei ist. Wir gehen mal rein, gucken uns den mal kurz an. Jetzt würde ich aber allerdings kurz am Hof anfangen hier. Ja, das ist der Hof. Da haben wir die Maschinen drin. Da haben wir das Silo noch verbaut hier im Hof. Und hier hinten, da steht noch das Schneidwerk. Ne? Und ein Anhänger. Einen Tiefenlockerer rum, also von dem her, hier habt ihr noch den Schuppen und hier habt ihr dann noch das Haus mit ein bisschen Beleuchtung hier noch. Allerdings geht die Straße hier durch den Wald. Von dem her, ja, hier geht es entlang. Dafür ist die Straße nachts beleuchtet, ne? Sozusagen hier entlang, bis ihr dann hier endlich mal auf die Hauptstraße kommt. So. Wir gehen jetzt mal kurz darüber. Das ist wie gesagt die Hauptstraße hier. Hier kommt die Tankstelle hier. Ihr habt auf der Map übrigens auch Steine zum Verklopfen. Inklusive den Steinbruch. Und dann das Zementwerk habt ihr dann auch am Start. So, hier ist das Bauernmarkt. Da könnt ihr eure Sachen verkaufen. Hier ist der Fahrzeughändler drin. Genau. Die Molkerei steht hier. Also, ihr seht es selber. Das ist sehr mit Nebel. Ja. Sagen wir mal so, überfüllt hier sozusagen. Sieht es nicht so schlecht aus. Man kann hier viel machen, muss man sagen. Sehr viel. Molkerei, wie gesagt, hier verbaut. Kann man auch noch anders setzen, natürlich, klar. Hier hinten ist dann, na, zum Abbauen hier. Da habt ihr genug Möglichkeiten. Und hier ist dann auch schon hier oben am Berg das Zement. Das Zementwerk hier verbaut. Na. Da könnt ihr dann die Sachen abgeben. Jetzt gehen wir mal kurz rüber. Das war der Hof da drüben. Hier geht es weiter. Das ist alles noch baubare Fläche hier. Da könnt ihr auch Bäume hinsetzen oder was auch immer ihr wollt. Ja, hier geht die Straße dann auch hoch. Gucken wir mal kurz darüber. Da haben wir auch noch eine kleine Fläche hier oben. Da steht jetzt ein Haus noch. Ja. Also von dem her. Da ist aber auch schon zum Teil schon fast die Map-Grenze da oben erreicht. Gehen wir noch ein Stückchen weiter. Hier geht die Straße hoch. Denn hier oben habt ihr noch eine kleine Fläche. Und dahinter habt ihr noch ein Bauernhaus am See hier. Die Fläche könnt ihr natürlich auch kaufen. Ja, kleine Garage hier noch. Je nachdem, wo ihr halt hier anfangen wollt oder wo ihr ganz von frisch anfangen wollt. Hier haben wir dann noch einen Bachlauf. Der geht dann hier über die Straße drüber und dann hier halt einen Hang runter, dann ist der Wasserfall hier noch verbaut, beziehungsweise ist drin. Ja. Und hier drüben, da habt ihr dann noch das Sägewerk, da könnt ihr dann euer Holz hinbringen,
Und ja, würden da schon Ideen kommen hier, so mit Stall hier unten, Kuhstall hier unten oder so, Schafstall und hier den Hang hoch oder so. Da würden mir schon Ideen kommen, sagen wir es mal so. Ja, viel mehr kann man eigentlich gar nicht zeigen hier, würde ich sagen. Also, wie gesagt, die Map ist eigentlich dazu da, dass ihr euch da eine austobt. Ne? Hier oben habt ihr noch einen Hochsitz. Da könnt ihr auch hin. Aber sonst haben wir hier jetzt nichts, nicht mehr sozusagen zum Zeigen. Ja, gut, das Feld hier vielleicht noch am Hof. Da sind wir ja vorher vorbeigelaufen. Ne? Der Hof sitzt da hier hinten drin. Hier im Tal. Ja, aber sonst, ja. Da könnt ihr viel Holz machen auf jeden Fall. Und wenn mit 100 und 96 Megabyte, da bleibt noch sehr viel Spielraum nach oben. Genau. Ja, was soll ich noch sagen? Wie sagt Lon Hills, der Name der Map, Version 1.01. Und dann würde ich sagen, der Download-Link wie immer unten in der Videobeschreibung, wenn ihr so haben wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis Danny. Ciao.